Hallo Freunde, hier ist KWH Sportwetten. Hier wieder eine Bildschirmaufnahme. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen per E-Mail, ob ich mal ein Video machen kann, wo man mich persönlich mal sieht. Ich würde sagen, nächste Woche mache ich das auf jeden Fall mal. Da habt ihr auch mal ein Gesicht. Und genau, checkt mal hier meinen Telegram-Kanal. Unten in der Videobeschreibung, guckt euch mal die Tipps an. Die letzten Tipps waren eigentlich ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ach so, genau. Und lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch die Tipps gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hier in der dritten Liga zwischen Türkgücü und dem SC Verl. Da gehe ich auf jeden Fall auf den direkten Sieg von Verl. Türkgücü, da geht es auch wieder drunter und drüber. Der Trainer war jetzt letztes Spiel krank gewesen und jetzt hat er sich freistellen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Und SC Verl, für die geht es zwar auch um nichts mehr, aber die spielen immer noch einen guten Fußball und die Quote, ja, kann man mal anspielen. Ja, das nächste Spiel habe ich. Der FC Kaiserslautern, die war gestern noch ein bisschen höher, die Quote bei 1,9. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt auf 1,75 ist. Ja, Sieg Kaiserslautern. Also Kaiserslautern, wenn die das Spiel nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Bei Uerdingen, ach so, deswegen, die Quote ist, glaube ich, gesunken, weil bei Uerdingen, die sind, glaube ich, nur noch 13 oder 14 Spieler. Beim letzten Spiel war auf dem Spielbogen von Uerdingen, ich glaube, 13 oder 14 Spieler auch nur gelistet. Und jetzt beim letzten Spiel haben bei Uerdingen sich zwei Spieler noch verletzt. Ist nur fraglich, ob die spielen. Und deswegen ist wahrscheinlich die Quote hier so ein bisschen gesunken. Also hier gehe ich auf jeden Fall Sieg Kaiserslautern. Dann SV Wenigen 1860 München. Das Spiel, ja, also Wien Wiesbaden ist zwar letztes Spiel, haben sie 3-0 gewonnen. Aber ja, 1860 München ist irgendwie on fire. Und die werden das gewinnen. Wie gesagt, das Spiel spiele ich persönlich nur mit einer halben Einheit an, weil Wien jetzt keine schlechte Mannschaft ist. Aber 1860 München, denke ich mal, wird das gewinnen, weil die einfach momentan ja, einfach einen Lauf haben. So, und dann habe ich noch ein Spiel, erst von Meppen gegen Lübeck. Lübeck ist eigentlich theoretisch abgestiegen. Also das letzte Spiel gegen Wien Wiesbaden war ja Katastrophe. Die haben weder gekämpft, noch irgendwie waren da irgendwie so spielerische Ansätze da. Also für mich persönlich war das irgendwie gar nichts gewesen, vor allem wenn man den Abstieg noch verhindern möchte. Und der SV Meppen, die letzten Spiele, die ich jetzt gesehen habe, die waren nicht schlecht. Klar, jetzt gegen Zwickau das 0-0, den Punkt wollten wir einfach nur haben. Da war Zwickau und Meppen, die haben sich, glaube ich, vor dem Spiel schon ausgemacht, so, wir spielen mal 0-0. Aber ja, SV Meppen, für die geht es ja noch, ja, auch um den Abstieg. Aber ich denke mal, die sind einfach die bessere Mannschaft und die werden das hier gewinnen. So, die Tipps zur dritten Liga. Dann haben wir hier noch in der zweiten Bundesliga. Da bin ich auf den Sieg von Bochum und Düsseldorf. Das habe ich jetzt in eine Kombi gepackt. Düsseldorf, ja, braucht man nichts zu sagen. Letzten spielerisch stark. Braunschweig jetzt auch nicht so schlecht, aber spielerisch stark limitiert. Und Bochum, ja, ich glaube, wenn die gewinnen, ist der Aufstieg perfekt, oder? Ich habe jetzt meinen Zettel nicht hier liegen. Aber ja, Bochum ist auch, ja, ich sag mal, das spielerisch beste Team der zweiten Liga. Und wie gesagt, die beiden Spiele habe ich in eine Kombi verpackt. So, dann wechseln wir noch zur Bundesliga. Da bin ich auf den Sieg von Wolfsburg gegangen. Wolfsburg gegen Union Berlin. Für Wolfsburg geht es ja noch um die Champions League Teilnahme. Und Union Berlin, ja. Ja, ich sag mal, gute Saison. Aber Wolfsburg, ja, auch wieder das bessere Team und die werden das machen. Dann bin ich noch auf den Sieg von Köln. Ja, für Freiburg wisst ihr ja alle wahrscheinlich, geht es um gar nichts mehr. Und genau. Köln muss gewinnen und wird gewinnen. Also, die werden da alles reinhauen.
Freiburg wird nur so das Nötigste machen, weil es für die um nichts mehr geht. Dann, genau. Jetzt habe ich noch eine Hertha-Kombi. Kleinen Moment, ah, hier ist er doch. Da bin ich auf den Sieg von Hertha gegen Bielefeld. Und am Mittwoch Schalke gegen Hertha. Auch auf Hertha gegangen. Wie gesagt, bei den Hertha-Spielen habe ich auch eine Kombi gepackt. Unten Abstiegskampf ist alles sehr eng. Und wenn Hertha, also gegen Bielefeld, ja, Bielefeld ist ein Spiel auch nicht schlecht. Aber ich sag mal, das muss gewonnen werden. Und Hertha bei Schalke das auf jeden Fall auch. Also wenn sie die beiden Spiele gewinnen, sind sie, sage ich mal, so gut wie durch. Weil jetzt sind, glaube ich, noch 4 Spiele für Hertha. Und die Hertha hat nämlich jetzt noch Bielefeld, Hertha und dann spielen sie direkt gegen Köln und Hoffenheim, also die, wo alle noch unten drin sind, sage ich mal. Und da muss jetzt gegen Bielefeld und gegen Schalke gewonnen werden und das werden sie auch tun. Also wie gesagt, die beiden Spiele habe ich noch in eine Kombi gepackt. So, das war es jetzt von mir. Wenn ihr noch ein paar Tipps haben wollt oder sehen wollt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, lasst ein Like da und bis nächste Woche seht ihr mich dann per Videoaufnahme. Dann schönes Wochenende und viel Erfolg. Macht's gut, ciao.